Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Theorie. Einer der berühmtesten Samurai, der jemals lebte, war Musashi Miyamoto. Er war bekannt für seine Kampfkunst und gründete die Niten Ichiryu Schule, wo er den Nito Ichiryu Style lehrte. Er brachte eines der berühmtesten Bücher für Schwertkunst raus, das Buch der Fünf Ringe. In diesem Buch geht es darum, dass es verschiedene Elemente des Kampfes gibt, so wie es verschiedene Elemente im Leben gibt. Die fünf Bücher heißen das Buch der Erde, das Buch des Wassers, das Buch des Feuers, das Buch des Windes und das Buch der Leere. Wano Kuni ist ja an Japan angelehnt und wenn man sich Japan genauer anschaut, besteht es aus vier Hauptinseln. So ähnlich wird auch Wano Kuni aufgebaut sein. Jedes dieser Länder in Wano wird eines der Bücher repräsentieren, beziehungsweise eines der Elemente, ähnlich wie in Naruto die Ninja-Dörfer, Feuerdorf, Wasserdorf etc. Jede dieser Inseln oder Länder wird eine Schwertkunst beherrschen und die besten Schwertkämpfer jedes Landes werden sie ihr Schwert mit einem Element überziehen können. Samurai aus dem Land des Feuers benutzen Feuer mit ihren Schwertern, so ähnlich wie zum Beispiel Kinemon. Samurai aus dem Land des Wassers benutzen Wasser an ihren Schwertern. Vielleicht gibt es einen Samurai, der nicht zerschneidet, sondern wenn er mit seinem Wasserschwert zuschlägt, heilt. Samurai aus dem Land der Erde überziehen ihr Schwert mit Erde, so zerschneiden sie ihre Gegner nicht, sondern schlagen sie her. Oder sie können sich selbst damit überziehen zum Schutz. Und Samurai aus dem Land des Windes überziehen ihre Klinge mit Wind, um so größere Windklingen zu erschaffen. Möglicherweise können sie sogar zerschneidende Winde machen, indem sie sehr schnell zuschlagen. Wenn ihr das für unwahrscheinlich haltet, dann überlegt doch mal. Brook benutzt Kälte in seinem Schwert, Kinemon Feuer, Fosa aus der Whitebeard-Bande hatte ein Feuerschwert, ein weiterer Verbündeter von Whitebeard ein Donnerschwert, Sanji umhüllt beim Diablo Jambé seine Beine mit Feuer und Ruffy umhüllt seine Hand mit Feuer bei seiner Hawk-Pistole. Das eröffnet uns die Möglichkeit, dass auch Zoro ein Feuerschwert benutzen wird bzw. diesen Style erlernen wird, denn momentan hält er sich im Land des Feuers auf, da Kinemon von dort stammt. Ironie, dass die Kozugis verbrannt wurden. Zoro hatte er schon mal in einem ganz frühen Kapitel erwähnt, dass er gerne ein Feuerschwert hätte. Das war wohl ein kleines Foreshadowing seitens Oda, dass er wirklich in Wano Kuni diesen Feuerstyle erlernen wird. Doch fehlt uns nun noch das Buch der Leere. Hier glaube ich, dass der Shogun von Wano seine eigene Kampfkunst entwickelt hat, die Kampfkunst der Leere. Mit dieser Kraft konnte er der Shogun werden. Es ist eine Kraft, die alles verschwinden lässt. Angriffe, die sein Schwert treffen, verpuffen im Nichts. Wenn er selbst einen Gegner zerschneidet, ist er nicht einfach nur tot, er ist weg. Er verschwindet ohne eine Spur. Könnte es sein, dass es deshalb schwebende Gebäude in Wano gibt? Er zerschneidet Sachen und diese verschwinden einfach so, dass nur noch zum Beispiel der obere Teil des Gebäudes übrig bleibt. Doch aufgrund der Kraft der Leere bleibt der obere Teil sozusagen schweben, als hätte es die untere Hälfte nie gegeben. Was haltet ihr von dieser Theorie? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Like und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao! Shut your mouth!